Ja, Lukas, herzlich willkommen in Panama. Wie geht's dir und wie fühlst du dich hier? Hallo Martin, schön dich wiederzusehen. Ja? Ich fühle mich super wohl. Ich bin seit einer Woche hier in Panama und mir geht's richtig gut. Das ist mein erstes Mal hier in diesem Land. Ja, schön. Dann lass uns doch mal ein bisschen zurückspulen. Genau. Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir uns treffen, sondern das vierte Mal. Das vierte Mal. Zweimal in Frankfurt. In Deutschland. Deutschland, genau. Einmal in Bolivien, das war im Februar. Und das vierte Mal jetzt in Panama. Und das vierte Mal jetzt hier, genau. Ganz interessant war ja die Reise, überhaupt das Zusammenkommen in Bolivien. Genau, also wir haben uns ja, ich habe dich ja besucht in Santa Cruz und dann sind wir von da aus nach Riva Alta geflogen und dann waren wir in so einem Dschungelcamp sozusagen, kann man genau. Das sagen. Nicht von RTL 2. Nicht RTL, in einem Ayahuasca-Camp. Genau. Und vollkommen abgeschnitten von der Zivilisation, ohne Strom, ohne warm Wasser, in der Wildnis, im Dschungel, mit tollen Erfahrungen, ja. Also ich fand das ja extrem mutig, weil organisiert hat dieses Retreat eigentlich eine Bekannte von mir, eine Freundin, die Ayahuasca Schamanin ist. Und außer mir seid ihr ja alle, die aus Europa und aus Chile gekommen sind. Für euch war es das erste Mal in Bolivien, das genau. Erste Mal im Amazonas, genau. Das erste Mal Ayahuasca und dann nicht nur eine Zeremonie, sondern Hardcore vier. Genau. Ich wusste gar nicht, worauf ich mich da einlasse, aber ich hatte ein gutes Gefühl und wir haben uns, bevor ich nach Bolivien geflogen bin, darüber unterhalten und du hattest ja von Anfang an ein super Gefühl bezogen auf die Gruppe, auf das Seminar kann man ja nicht sagen, das ist ja ein Event. Ja. Ein Event, genau. Genau. Und jetzt mal einfach so in den Raum gestellt, würdest du es nochmal machen? Auf jeden Fall. Wissen, was da alles auf dich zukommt? Ich weiß jetzt, worauf ich mich da einlasse. Und das ist einfach eine Auszeit für meine Seele, ein Detox sozusagen, um sich auch im spirituellen Bereich weiterentwickeln zu können. Was vielleicht hier noch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass du bist ja nicht, also für dich ist ja das Thema Spiritualität nicht ein unbekanntes Feld. Nicht fremd, weil ich ja in diesem Bereich bereits arbeite, aber Ayahuasca genau. War schon für mich was Besonderes. Mhm. Ich habe schon seit Ewigkeiten mich diesem Thema auseinandergesetzt. Dann habe ich dich in Frankfurt, weißt du noch, das war letztes Jahr, genau, im Oktober gefragt, ob du da jemanden kennst. Mhm. Und dann hast du mir den Tipp gegeben, dass wir uns halt in Bolivien wieder getroffen haben. Ja, und du darfst auch nicht zu bescheiden sein. Also du kennst dich ja nicht nur aus mit Spiritualität, sondern man kennt dich im deutschsprachigen Raum, weil du bist im Fernsehen. Ich bin bei RTL. Du arbeitest international mit Kundschaft aus ganz Europa. Das stimmt. Ja? Genau. Gut. Nicht nur Europa, also ich habe auch in Amerika, ja. Weltweit sogar. Genau. Also global tätig global, eigentlich, genau. Genau. Da sind wir ein bisschen ähnlich unterwegs. Wir benutzen andere Werkzeuge, kann man so sagen. Was ist vielleicht dein Hauptwerkzeug? Also ich arbeite medial, das heißt, zu einem nutze ich die Karten, Lenormand-Karten und auch meine Hellfühligkeit und meine Hellsinnigkeit oder Hellsichtigkeit. Das heißt, ich verbinde mich mit dem Menschen, mit dem ich arbeite und bekomme Informationen, Bilder, Gefühle für eine Situation oder Antworten auf die Fragen. Mhm. Und die Leute, die rufen dich an übers Telefon oder übers Internet? Übers Telefon, über Mail oder halt persönlich. Persönlich auch, genau. Genau. Okay. Gut, also das ist ja spannend und zum Beispiel, also ich, für mich waren die Zeremonien mit Ayahuasca extrem tiefgründig, deswegen kann ich es auch immer wieder gut empfehlen, ja. Weil ich sehe, wo ich davor stand und ich habe extrem viel damit gelernt, dass also ich würde sagen, für mich sind diese Zeremonien wirklich, also nicht nur heilend, sondern sie sind auch ein sehr guter Lehrmeister oder Lehrmeisterin. Definitiv. Würdest du jetzt für dich sagen, dass du, könntest du sagen, es gibt ganz klar ein Davor und ein Danach? Vielleicht, was mich jetzt interessieren würde, für dich als Mensch, als Person, aber auch für dich als medial veranlagte Person, vielleicht sogar im Umgang mit deinen Kunden, in deinen Sitzungen, im Ablauf mit den Sitzungen oder vielleicht auch hast du das Gefühl, du siehst oder spürst mehr, also wie war das für dich? Ich finde, man wird gerufen. So würde ich ja sagen, weil ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe und auf der Suche war, gezielt an einer Ayahuasca-Zeremonie teilzunehmen. Und dann hat sich das einfach so ergeben, als ob
sich Türen öffnen vor meine Nase sozusagen. Mhm. Und das war einfach sehr flüssig und sehr stimmig für mich. Und es gab ein Leben davor natürlich und ein Leben danach, nach den Ayahuasca-Zeremonien, definitiv, ja. Mhm. Gut, und spürst du in deinen Meditationen oder in den Beratungen als selbst solches, dass du einen besseren Draht herstellen kannst zur geistigen Welt? Auf jeden Fall klar. Ja, ja. Klar. Ich weiß ganz genau sofort, was Sache ist. Ja, es ist so, als ob sich da wie eine Blockade gelöst hat. Ja, und das habe ich dann nicht nur direkt nach oder während der Zeremonie wahrgenommen, sondern vielmehr auch im Nachhinein, wo ich dann wieder zu Hause in Europa war. Mhm. Das heißt, dieser Prozess, das ist wie so eine Art Medizin, die man einnimmt und die wirkt nach. Und das finde ich super schön. Und die wirkt immer noch. Die wirkt immer noch, das wollte ich auch gerade sagen. Wir hatten hier eine Facebook-Gruppe, eine WhatsApp-Gruppe gemacht. Also genau. Wir waren 10 Leute. Es kamen Schweizer, Deutsche und Chilenen. Genau. Niemand hat alle gekannt, also es waren sich alle neu und trotzdem hat sich eine sehr schöne Verbindung, fast schon wie eine Familie gegründet, könnte man sagen, gebildet. Ja. Und es ist ja immer spannend, wie auch heute noch, das Retreat war im Februar, wir sind jetzt im Juli, also es sind 5 Monate. Mhm. Und ich sehe es ja auch bei mir und manchmal plötzlich wieder anhand einer der Nachrichten, dass man sieht, bei dem hat sich wieder ein Knopf aufgetan, dort wurde plötzlich wieder etwas sehr Intensives gelebt oder gelernt und ich staune manchmal auch, also nicht nur bei mir, sondern auch wenn ich bei anderen sehe was oder lese, was denen passiert und wie es für die war. Und es ist eindrücklich, weil ich finde für mich schon, dass das eine sehr gute Unterstützung ist, auch langfristig, wie du gesagt hast, weil es, und das war für mich spannend, das hat irgendjemand, ich glaube das war Karina, die Schamanin, hat gesagt, die eigentliche Arbeit sei nicht das Retreat selbst, sondern das komme danach. Genau, also ich habe Ayahuasca als eine Art Kraft, wie eine Art Gott, kann man sagen, Energie wahrgenommen, mit der ich mich verbunden habe, mit der ich eine Freundschaft geschlossen habe, wo ich das Gefühl hatte, dass es nichts Fremdes für mich ist, dass ich zu Hause angekommen bin und das war eine sehr tiefe Erfahrung für mich. Also ich bin dann immer sehr emotional geworden und sehr berührt immer noch und das fand ich einfach so wunderschön. Das Vergleich ist so mit einer Art Nahtoderfahrung. Ja? Mhm. Das heißt, man muss sich dem Ganzen hingeben und die Menschen heutzutage haben das Problem loszulassen, sich dem Ganzen hinzugeben, weil die versuchen immer festzuhalten. Ja? Und du kannst im Leben nichts festhalten. Das ist keine Garantie für irgendwas. Ja? Das heißt, wenn du dich auf diese Reise begeben möchtest, musst du lernen oder du wirst sozusagen gezwungen loszulassen und sich dem Ganzen zu ergeben, damit du dann auch im Endeffekt am Ende Geschenke empfangen kannst. Ja? In Form von Klarheit, in Form von Eingebungen und einfach einem wunderschönen Gefühl, zu Hause zu sein. Und das war was ganz, ganz Tolles für mich. Ja, ich finde das schön, wie du das personifizierst, diese Energie oder diese Verbindung mit Ayahuasca, weil ich spüre es auch so. Also es ist nicht einfach nur ein Ding, das man konsumiert. Das ist keine Pflanze, also das ist schon eine Pflanze, aber für mich ist das wie eine, ich würde es nicht sagen Gottheit, aber Energie, Kraft. Ja. Und das Schöne war, dass ich auf einmal in meiner Vision in der geistigen Welt war. Ja. Und ich war einfach körperlos. Ich war mit meinem Bewusstsein dort. Das heißt, was auch toll ist, dass diese Erfahrung dir die Angst vor dem Tod nimmt. Und ich kenne so viele Menschen durch Beratung, die einfach Angst haben, die haben Angst loszulassen. Mhm. Und diese Erfahrung ist bereichernd, definitiv. Und was vielleicht an diesem Punkt auch noch wichtig ist, für mich war während dem Retreat, das war das letzte Mal, dass ich Ayahuasca genommen habe, für dich wahrscheinlich auch, oder hast du dazwischen noch was? Das war das letzte Mal. Mhm. Also wir haben beide vor 5 Monaten das letzte Mal genommen. Und das ist ja auch das Schöne bei Ayahuasca, also es ist keine Droge, es ist eine Medizin. Definitiv. Und ich spürte jetzt bei mir nie das Bedürfnis, ich muss wieder eine Zeremonie machen, sondern es ist wirklich so, wie du auch gesagt hast, du wurdest dazu gerufen, es haben sich die Türen geöffnet. Genau. Und dann, wie gesagt, ich habe auch nicht danach gesucht, sondern das hat einfach sich so ergeben. Und dann hast du mich ja gefragt, ob ich dann Lust hätte, im nächstes Jahr im Januar wieder daran teilzunehmen. Und dann
habe ich ohne zu überlegen sofort zugesagt. Ja, ich fand das spannend, weil wir haben uns ja an diesem Seminar in Frankfurt gesehen, da habe ich davon erzählt und das, dann hast du direkt gefunden, das ist was. Genau. Und ich glaube dann auch weniger als eine Woche oder so, korrespondiert per E-Mail oder WhatsApp, ich weiß nicht mehr genau. Und dann habe ich die Flüge gebucht und alles klar gemacht. Und genau. Und das Schöne war dieses spontane sich darauf einlassen, das war bei den anderen Teilnehmern ja auch so. Und so muss es auch sein, Martin, weil lange überlegen kannst du nicht, weil da kommt dein Ego, dein Verstand, du musst einfach dich fallen lassen, du musst es einfach spüren. Mhm. Und wenn du dich dazu berufen fühlst oder du das Gefühl hast, du musst es machen, dann ist es auch das Richtige für dich. Genau. In diesem Moment. Ja. Ohne Zwang, ohne Druck, einfach mal fallen lassen. Was natürlich, also Todd und auch würde ich sagen, was aber auch wichtig ist, dass man weiß, mit wem man es macht, welcher Schamane, also dass es wirklich jemand ist, dem man vertrauen kann. Ich empfehle auch immer, dass man nicht zu jemandem geht, von dem man vielleicht nur übers Internet liest, sondern am besten ist, dass man über persönliche Beziehung zu jemandem geht, dass man auch weiß, dass es ein guter Ort ist, dass man sich geschützt fühlt, weil bei uns war das ja, also ich muss sagen, für mich war das wirklich genial. Mitten im Amazonas, von da kommt ja Ayahuasca, kein Internet, kein Telefon, gesundes Essen, eine schöne Truppe, die da zusammengekommen ist, die sich auch gegenseitig unterstützte. Wir haben ja viele Meditationen gemacht, es wurde Yoga gemacht, es wurde Qigong gemacht, es wurden Ausflüge in den Dschungel unternommen. Und Nachbesprechung, das heißt, nach jeder Zeremonie wurde besprochen, was man so miteinander, was man so erfahren hat, und welche Bilder man bekommen hat und der Schamane oder die Karina hat uns das auch natürlich erklärt und uns Hilfestellung angeboten. Ja, finde ich toll. Ja, also Karina und Boris, das ist ja ein Ehepaar, die das geleitet haben. Die haben das sehr gut gemacht und sehr verantwortungsbewusst. Absolut. Und es ist schön zu sehen, wie durch das jeder einen, fast man kann sagen, einen neuen Weg gegangen ist. Also eine hat ihre Stelle aufgegeben, die alte hat es sich total selbstständig gemacht, weil sie gespürt hat, das ist ihr Weg. Ein anderer Teilnehmer, der hat sich einen neuen Beruf im Heilerischen getätigt. Die eine Deutsche, die dabei war, hat ebenfalls ihr berufliches Umfeld verändert. Bei dir hat das wahrscheinlich auch ein bisschen ausgelöst mit Panama hier. Genau, deswegen bin ich auch hier. Genau. Und bei mir hat sich auch sehr viel verändert. Ja. Also ich bin in dieser Zeit sowieso auch durch die Trennung, durch eine etwas schwierigere Phase. Und das Retreat hat mir auch geholfen, das zu verarbeiten und vorwärts zu gehen. Also es ist sehr schön und ich spüre für mich auch, wie es mir tatsächlich auch geholfen hat, in meiner Medialität noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu erlangen. Jetzt gibt es vielleicht noch irgendwie unabhängig oder nebst dem nach hier nach Panama kommen, hast du sonst noch irgendwie einen Spezialplan oder ist bei dir irgendwas Spezielles? Ich lasse mich einfach so fallen und bin offen, sozusagen, was mir das Leben zeigt oder was mir so begegnet. Ich bin da voll im Vertrauen und weiß, dass mir niemals was passieren kann. Ja, also ich lasse mich einfach so treiben und folge meinem inneren Ruf. Schön. Und sehen kann man dich auf Astro.tv? Ja, genau, wobei ich jetzt bis Ende September eine Pause mache, weil ich halt hier in Panama bin und andere Pläne und Termine habe. Ab September oder Oktober spätestens. Und ja, ansonsten bin ich ja auch so erreichbar. Ja, wir werden ja auch unterhalb des, in der Infospalte, unterhalb des Videos, werden wir auch noch deine Kontaktdaten. Super. Ja. Anhängen, dann kann man sich da auch noch informieren, wenn man mehr über dich wissen wollte. Definitiv, ja. Was ich ja ganz schön fand, wir hatten während dem Ayahuasca-Retreat, haben wir immer wieder meine eigenen Lebensplankarten gelegt für die Gruppe. Und dann hast du uns ja erzählt, dass du interviewt werden würdest in deinem Fernsehkanal und ich bin dann auch auf Astor mal im Online-Internet gegangen und habe gesehen, wie du gelesen hast und fand das schön, als dann plötzlich auf dem Tisch meine Karten waren. Ja. Das fand ich sehr schön, also danke für das, das hat mich gefreut. Ja, die finde ich toll. War die schön. Fand das schön zu wissen, dass ich da auch Teil von deiner Beratung bin, zumindest durch die Karten. Ja, Lukas, dann schön, danke dir, dass du für das Gespräch, wir werden uns ja jetzt sicher ein bisschen mehr hier treffen, ab und zu wieder in Panama. Ich bin des Öfteren jetzt hier. Genau, Panama ist ein super schönes Land und du hast es auch gesagt, energetisch auch schön, das geht mir auch so, ich fühle mich sehr wohl hier. Die Stimmung ist hier wesentlich höher als in Europa, ja. So empfinde ich das. Absolut. Und ja, die Menschen, das Wetter, einfach super.
Und es ist natürlich auch, das finde ich ja so schön, wenn man mit dem Flugzeug landet hier, man kommt vom, wenn man von Europa her anfliegt, Karibik. Genau, fliegt man über die Karibik rein und das ist dann, dann sieht man, wie grün Panama ist. Ja. Also da gibt es Panama City, dann gibt es David und Colón, das sind eigentlich die einzigen drei Großstädte und alles andere ist grün. Also man, man ist hier fast, man kann sagen, man lebt von Wald oder von Dschungel umgeben, eigentlich subtropischen Regen, nicht Regenwald, aber subtropischer Wald. Und dementsprechend ist natürlich auch das Wetter immer sehr schön. Was ich toll fand, dass ich dann sofort Anschluss gefunden habe. Du bist ja hier und, und ich habe so viele Leute kennengelernt in kürzester Zeit und ich fühle mich einfach wie zu Hause. Und das ist ein gutes Gefühl. Das heißt, ich folge in meinem Leben immer meinem Gefühl. Was tut mir gut? Ja oder nein? Ich hinterfrage das, fühle mich hinein und das ist so ein perfektes, so ein schönes Gefühl für mich. Zu sagen. Ja, wundervoll. Und dieses, wunderbar, dieses Gefühl wird dich sicher auch noch einiges begleiten. Das und wünsche dir alles Gute damit. Dankeschön. Eine schöne Zeit und ja, gutes Land, Ankommen und Landen, auch im, im Sinne von wohnhaft werden hier. Und eine schöne Zeit. Vielen Dank. Und auch euch, danke fürs Zuschauen, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss.